Hallo ihr Lieben, ihr habt mich schon super oft nach meiner Washi-Tape-Sammlung gefragt und deswegen zeige ich euch das heute mal. Also ich habe viele, also ich glaube schon, dass es sehr viele sind, aber man kann nie genug haben, oder? Den Großteil meiner Washi-Tapes bewahre ich hier drin auf. Das ist so eine bisschen abgeschabte Tablette auf die Art. Finde ich, sieht super schön aus und da passen die auch echt gut rein. Und sie fallen auch raus. Die passen da gerade perfekt rein. Ich glaube, wenn es viele mehr werden, geht es sich nicht mehr aus. Dann habe ich noch meine ganz dicken Washi-Tapes. Die habe ich hier drin. Ist eher so ein dekoratives Ding, weil diese ganz breiten benutze ich eigentlich gar nicht, bis kaum. Außer hier habe ich zum Beispiel ein London Washi Tape und das dauert noch, bis ich dann irgendwann in London bin, dann kann ich das benutzen. Hier drin habe ich die so gut wie farblich sortiert. Vielleicht könnt ihr das erkennen, also hier so rot, pink, blau, grün, schwarz und hier unten habe ich noch so schmale. Und ich werde auch ganz, ganz oft gefragt, wo ich die eigentlich alle her habe. Ich habe zwei Sets von Shibo, aber die gibt es halt nur immer wieder mal. Und sonst bestelle ich die auch super gerne auf Amazon. Da kann ich euch auch gerne ein paar Links unten reinpacken. Oder ganz wenige finde ich mal so vereinzelt bei Depot oder so. Okay, ich fange an. Ich fange mal so mit Schwarz-Weiß-Grau an. Das ist für mich die logischste Reihenfolge. Ich bin so voll der Farbsortier-Freak. Hier sogar meine Gummibärchen nach Farbe. Nachher werde ich hier drin Chaos haben, aber egal. Kann ich es neu sortieren. Das sind so meine Schwarz-Weiß-Grauen. Ich benutze natürlich super gerne Farben, aber ich mag auch sowas mal. Also das hier zum Beispiel, also die ganz schwarzen, sind mir schon ein bisschen zu düster für meinen File Effects. Aber so diese Grauen oder das mit den Vögelchen finde ich super, super süß. Weiter geht's hiermit und zwar ist das einfach gelb, orange, grün. Also von gelb und orange habe ich eigentlich relativ wenig, obwohl eines meiner Lieblingsfarbkombinationen ist gelb-rosa. Macht meine gelb-rosa Woche, ihr werdet es lieben. Also ich finde es wunderschön. Ach ja, und für die, die jetzt eigentlich nicht wissen, wovon ich spreche und ihr denkt wahrscheinlich, ich bin mega verrückt. Ich rede von Wochendekorationen in meinem File Effects. Mein Kalender wird mit sowas verschönert. Für die, die denken, ich bin verrückt. Denkt es nur weiter. Ich bin auch verrückt. Ja, dann habe ich hier so hellgrüne Wellenpünktchen und hier oben noch wieder zwei dunkelgrüne Weihnachts-Washi-Tapes mit Sternen drauf. Auch süß. Also so rot-grün an Weihnachten ist natürlich auch Muss. Das sind die rot-weißen. Also die sind echt, die meisten davon sind wirklich weihnachtlich. Also da hier steht Merry Christmas drauf. Dann habe ich hier so einfach gepunktete, gestreifte. Und bei dem obersten hier sind süße Tannenbäumchen drauf. Rot mag ich nicht so. Also rot ist so eine der Farben, die ich am wenigsten mag eigentlich. Deswegen eine rote Woche gibt es für mich auch selten, außer zu Weihnachten. Das ist so eine spezielle Abteilung bei mir und zwar die bunten auf weißem Grund, weil ich die immer besonders cool finde, weil einfach der weiße Grund verschwindet ja irgendwie auf einem weißen Papier und dann sind die bunten Sachen da so alleine. Ihr versteht das, glaube ich. Ja, und zwar habe ich da eins mit Herzchen, das liebe ich auch sehr, sehr, mit Sternchen gestreift und da steht, glaube ich, noch Handmade und Made with Love drauf. Die mag ich auch, also liebend gerne. Das sind jetzt meine blauen und türkisen, das sind jetzt wieder ziemlich viele. Das da unten finde ich schön, das ist so ein schönes Mintgrün, also das mag ich besonders gern. Hier oben die dunkelblauen benutze ich wieder eher selten, weil das ist mir dann wieder zu dunkel. Also eigentlich mag ich es echt sehr, sehr hell. Das mit Sternchen ist auch ganz süß, aber auch zu dunkel. Und so ein dunkles Türkis mag ich gar nicht. Ich mag hellblau, ich mag helltürkis, aber so ein dunkles Türkis, das sieht ein bisschen aus wie so ein Arztkittel. Das hier zeige ich euch alleine, das mag ich besonders, besonders gerne. Das ist grau mit rosa Rosen drauf und ich finde das so schön. Mit dem spare ich auch ein bisschen, damit mir das nicht zu schnell alle geht. Weiter geht's mit Pink und Rosa, da habe ich natürlich auch ziemlich viele. Von so einem dunklen Pink, das ist so ein Karo-Muster, das sieht ein bisschen so Schulmädchenmäßig aus, bis ganz viele Punkte und Streifen. Also da ist echt so ziemlich alles dabei. Gleich große Punkte, unterschiedlich große Punkte, alles. Und rosa ist auch so eins meiner Lieblingsdinge. Also rosa musst du meistens noch mit dazu. Auch zu einer blauen Woche muss ein bisschen rosa. Jetzt habe ich so kleine Washi-Tapes. Die sind bei mir einfach eine extra Kategorie, obwohl die einfach gleich breit sind, aber die sind einfach auf eine kleine Rolle aufgerollt. Die sind, glaube ich, von so einer Marke, wo die einfach so sind. Und zwar, das sind einfach ganz normale einfarbige Schwarz-Weiß, Gold, Silber und Rot. In demselben Format habe ich dann noch so Grün mit, Grün, es ist Schwarz und mit Grün, Schwarz-Weiß. Und das ist mein meistgenutztes Washi-Tape, weil das kommt in jeder Woche vor. Und zwar sind da kleine Kameras drauf und da schneide ich mir immer eine Kamera aus, wenn ich markieren will, dass ich ein Video drehe. Also immer, wenn ich ein Video drehe, kommt so eine Kamera in meinen File Effects und dann schreibe ich dazu welches. Also für heute jetzt gerade klebt natürlich auch schon eine Kamera in meinem File Effects, weil ich gerade mit euch rede. Das ist so cool und vor allem, das sind immer unterschiedliche Kameras und irgendwann wiederholen sich die dann wieder und ja, ich habe echt Angst, wenn das leer geht. Und hier nochmal so ein richtig buntes Set in Neonfarben. Ja, ihr seht das, also so richtig krasse Neonmarkerfarben. Und hier unten noch so Violett, Pink und das sind einfach Punkte, Streifen, Karos,
so die üblichen Muster drauf. Die sind mir auch ein bisschen zu hardcore. Also die benutze ich jetzt auch gar nicht so oft. Ich versuche es, aber ja, nicht so oft. Und dann habe ich noch das hier. Das ist auch so ein eigenes. Das hat eine bisschen breitere Breite als die normalen Washi-Tapes. Aber nicht so richtig breit wie die richtig breiten. Das ist so ein Winterwunderland. Und zwar mit einem Schneemann, mit einem Rentier, mit Boots, mit Tannenbäumen und einem Haus. Und das ist einfach so hellblau, weiß und rot. Das sind bis jetzt meine schmalen Washi-Tapes. Das sind noch eher wenige, aber ich werde mir jetzt auch ganz bald noch mehr bestellen. Und zwar gibt es auf Amazon so ein Set mit allen Farben mit schmal, also so ein Regenbogen-Set. Und das will ich auf jeden Fall noch haben. Das ist mega günstig. Das zeige ich euch einfach dann bei meinem nächsten Haul auf jeden Fall. Und zwar habe ich hier einfach zweimal rot, zweimal grau, weil das war beides in Sets dabei. Deswegen habe ich da zwei jetzt. Einmal dunkelgrün und einmal dunkeltürkis. Und jetzt noch zu diesen hier. Ich hole die mal raus. Eigentlich ist das Deko, das wird gar nicht angefasst. Okay, ist abschneiden. Gut, hier habe ich noch Stempel drin, aber die sind von Kik und die sind leider schlecht, deswegen sind die auch da drin. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum Stempel schlecht sein können, aber das ist keine gerade Fläche, deswegen stempelt das nicht alles runter. Versteht ihr? Das ist kacke. Und zwar sind das diese drei hier. Das unterste ist so ein Schullook, also das ist so ein liniertes Heft mit ganz viel gescribbelten und gezeichneten Skizzen drauf. Dann habe ich ein breites London Washi Tape und das ist weiß-rosa mit so Frauen drauf, mit so Models, Figuren, so ein Fashion Washi Tape quasi. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was für ein File Effects oder Washi Tape Video ihr als nächstes von mir sehen wollt. Und lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich VictoriaVS. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!